Willkommen zur Mick Schumacher-Karriere. Wir sind in Ungarn angekommen und das war ja auch eine, ja sagen wir mal, eine sehr erfolgreiche Strecke für meinen Vater. Ich bin dennoch sehr zufrieden, ich freue mich extrem. Ungarn ist zwar tatsächlich unfassbar schwierig, aber ich werde natürlich mein Bestes tun, wie eigentlich bei jedem Wochenende. Abonniert gern kostenlos den Channel. Mich würde es extrem freuen, wenn ihr auch auf Social Media vorbeischaut. Instagram, TikTok, alles unten verlinkt. 4,3 Kilometer. Eine DRS-Zone, wobei, ja, es sind zwei, aber die zweite ist quasi nichtig. Es gibt eigentlich nur die eine Startziel. Eine Strecke, die defensiver quasi kaum sein könnte. Der Ungaroring im Herzen von Budapest. Sagen wir mal eher am Rande, aber im Herzen hat sich das. Jetzt geht's Richtung Turn 1 hier. Ganz, ganz spät bremsen ist die Devise. Auf dieser Strecke male ich mir kaum Chancen aus. Denn tatsächlich ist das eher eine Strecke, da wo es auf mechanischen Grip ankommt, auf viel Traktion und eben halt nicht auf Speed gewinnt. Speed ist halt quasi das Einzige, was der Haas kann. Aus dem ersten Sektor raus hier ganz, ganz weite Strecke aus. Und jetzt sagt, können wir noch gut mithalten. Die fünft schnellste Zeit, okay, ja. Die fünft schnellste Zeit im ersten Sektor. Dann ist es rapide abgefallen. Jetzt geht es hier in den Mittelsektor rein. Und hier ist Traktion alles. Hier ist wirklich ein guter Exit aus den Kurven. Ganz, ganz wichtig. Ich bin auf 11 schon abgerutscht. Lewis Hamilton vor mir, der macht hier wahr, der holt sich die Pole und auf den 9. Sieg, somit auf den Rekord hier in Ungarn, Fragezeichen. 10. Platz, sehr, sehr gut, wir konnten gut im Mittelfeld, in diesem Mittelsektor dranbleiben, also überrascht mich dann sehr, leichter Quersteher hier dann rausgeschleunigen, normalerweise hätte es die Runde gestrichen bekommen, aber es hat ihr Zeit gekostet. Aus der vorletzten Kurve raus, der eine identische Kurve ist wie die letzte, nur spiegelverkehrt, geht's jetzt hier noch einmal Arschbacken zusammenkneifen, reicht das für den 10. Platz weiter? Ja, das reicht. Wir gucken uns mal die Startaufstellung an und es gibt eine feuchte Überraschung von oben. Gehen wir die Startaufstellung der Fahrer für das aufregende Rennen von heute durch. Dank einer unglaublichen Runde im gestrigen Qualifying startet Lewis Hamilton von der Pole Position und Charles Leclerc steht auf P2. Und hier die restliche Startaufstellung heute. Russell, Oscar Piastri, Verstappen, Sainz, Fernando Alonso, Norris, Perez, Stroll, Gasly, Albon, Hülkenberg, Tsunoda, Bottas, Ocon, Joe, Ricciardo, Sargent und der Goldjunge. Die Startlichter werden jeden Moment ausgehen, also schalten wir runter zur Strecke. Hier sind wir nun im Starting Grid. Ich habe ganz vergessen, wir haben ja alles ausgetauscht. Also geht's von P20 los. Lights out and here we go, Leute. Es geht ins Rennen rein. Ich habe mich aber gegen den weißen Reifen oder auch gegen den gelben entschieden, weil ich genau weiß, dass es, beziehungsweise ich habe einfach auf den Wetterbericht geguckt und circa am ein Drittel vor Schluss wird es zu regnen beginnen, sagen wir mal. Also zwei Fünftel oder so, keine Ahnung, wie man das sagt. Man hat ja diese fünf Felder und die letzten zwei ist Regen angesagt. Sprich also, wir müssen uns hier mal durchkämpfen. Start lief gut, 6 Plätze direkt gut gemacht. Außen hier an Yuki Tsunoda, jetzt haben wir die Innenseite, sind bereits auf den 13. Platz vermarschiert. Ja, im Mittelsektor male ich mir jetzt da nicht so große Chancen aus, noch an irgendjemanden vorbeizugehen. Dennoch bin ich echt zufrieden, das Auto läuft sehr gut. Wir haben jetzt auch komplett frische Komponenten, bedeutet auch, dass wir jetzt mindestens 2-3 Rennen mal komplett Ruhe haben werden von diesen Teilen aus. Es geht dann nächstes Mal bereits, unglaublich aber wahr, nach Belgien oder geht es dann schon nach Sandford? Ich glaube nach Belgien zuerst noch und dann am Wochenende drauf schon nach Sandford. Monza wird auch noch einmal sehr, sehr cool werden. Singapur, huch, ja, der Kalender wird noch auf jeden Fall sehr schwierig. Ich hoffe, dass wir die gesamte Season noch schaffen, weiß aber auch nicht genau, ob ich da in der zweiten Season überhaupt noch mit 10 Rennen durchkomme. Müssen wir uns alles noch einmal angucken, wie sich das termintechnisch ausgeht. Ein bisschen später habe ich angefangen mit Mick Schumacher. Ich wollte auch diesen Countdown weiterführen, nur der ist bei euch gar nicht angekommen. Deswegen bleiben wir jetzt auch hier mal eher da drinnen. Wir sorgen uns an Lance Stroll dran und das reicht ja tatsächlich, um uns mal in Turn 1 da in die bessere Position. Dieser Präsenpsychopath, du kannst sagen, was du willst. Du kannst sagen, was du willst. Der fährt da mir, gucken wir uns mal Dribble an, bevor ich mich wieder vergesse, mit Stroll hier. Das ist einfach nicht gerade die feine Englische, wie der raced. Ja, gut weggekommen, Lewis Hamilton. Ich glaube auch, dass der zweite Mercedes besser weggekommen ist als der Ferrari auf dem zweiten Platz. Ja, locker, der ist ganz, ganz schlecht gestartet hier.
Doppelführung für Mercedes. Dahinter ist auch noch der Red Bull, glaube ich, am Ferrari vorbeigegangen. Also ganz, ganz schwacher Start von, ich denke mal, Leclerc war das. Ja, von mir eigentlich ein guter Start. Wir waren zuerst innen, wir waren zuerst so mittig, bin dann nach innen gegangen und außen hier an Yuki dran. Der hat auch schön Platz gelassen und beim Rossbeschleunigen Rad an Rad hier. Sehr, sehr genial. Hat Spaß gemacht auf jeden Fall. Dagegen gleich schlechte Autos, würde ich jetzt mal sagen, zu kämpfen. Ganz, ganz hinten fährt dann hier ein Alfa Tauri. Jetzt wird es ganz interessant. Hier, ja, fast die Berührung mit Nico Hülkenberg. Da müssen wir ganz vorsichtig sein. An Stroll vorbei und bereits vor mir. Also ich bin ja schon zwei Plätze von den Punkten entfernt. Also das läuft heute. Es geht Schlag auf Schlag. 25 Runden ist eine harte und lange Distanz. Das kann ich euch auf jeden Fall sagen. Gerade Ungarn und auch Kanada, da merkst du es halt richtig. Weil es halt generell Ungarn und ich würde mal sagen Monza. Das sind so auch Silverstone. Ungarn, Monza und Singapur. So, das sind halt Strecken, da bist du tatsächlich konzentrationstechnisch musst du da viel, viel mehr dich konzentrieren als wir auf anderen Strecken. In Österreich geht das quasi schneller vorbei. Ja, Nico, ich möchte natürlich jetzt auch nicht mit einem Asi-Move an Hülkenberg vorbeigehen, da irgendwas beschädigen oder so. Ich muss mich da auch gut mit dem Team stehen. Apropos Team, Günther Steiner hat das Haas-Team verklagt quasi, weil die ihm immer noch Geld schulden. Aber ja, das ist alles natürlich noch ein laufender Prozess. Da gibt es ziemlich wenig Infos auch auf diesen Listen. Jetzt mal hier Nico Hülkenberg vorbei, Leute, Richtung Turn 1. Wer bremst später? Ja, das reicht hier, um mal am Deutschen vorbeizugehen. Wir sind bereits auf dem 11. Platz und nur ein paar Sekunden trennen uns vom ersten Pünktchen. Da hier saugen wir uns dran. Das ist noch Lance Stroll, diese Situation. Ja, das hat mich ehrlich gesagt echt genervt, denn der hält da irgendwie drauf. Nur, dass er dann neben meinen Teamkollegen noch reinkam, war nicht gerade die schöne englische. Fuck, der Kontrolleur. Okay, jetzt geht's wieder. War nicht gerade die schöne englische. So, hier dann waren wir auch an Lance vorbei. Schöne Kameraperspektive auf jeden Fall. Alexander Albon ist jetzt der Nächste. Es hat aber auch zwei Runden gedauert, bis wir uns hier am britischen Thailänder dran kämpfen konnten. Schaffen wir es jetzt mit DRS-Hilfe an ihm vorbei, Halleluja, wir haben erst die 5. Runde und die Reifen haben jetzt schon 22% vorne links. Das ist tatsächlich, mit so viel habe ich gar nicht gerechnet. Wir gehen hier rein, noch nicht. Ich hätte eine Dive-Form irgendwie versuchen können, doch da waren wir einfach viel zu weit weg, das funktioniert nicht. Viele regen sich immer noch über mein ERS-Management auf, vor allem auf TikTok. Was soll ich sagen, Leute, das ist einfach mein Management. Ich weiß nicht genau, was dran so crazy ist oder so schlimm ist. Leute, es ist einfach mein fucking Management. Ich mache das halt einfach so. Ich habe damit auch keine schlechten Erfahrungen oder so. Es ist einfach top, dass man hier mit so quasi wenig Prozent, ich schaffe das auch irgendwie immer wieder. Ja, mag schon sein, dass ihr 40-50% aufhält, aber juckt nicht. Mich nicht vor allem. Ich bin da, vielleicht habt ihr das auch von anderen E-Sportlern, also ich weiß nicht genau, aber ich bin damit sehr fein. Ich mag das ehrlich gesagt auch gut. Da ist eine riesen Lücke auf jeden Fall von Albon zum nächsten. Boah, die Reifen sind unnormal rutschig. Ja, ich weiß, es sind das 25%, aber es ist natürlich auch ein Haas. Der geht sehr aggressiv mit den Reifen ab. Auch die Temperaturen natürlich hier durch das Hinterherfahren. Mit den neuen Autos eigentlich nicht mal so schlimm, aber natürlich ist es ärgerlich und irgendwann kommt dann auch der Zorn, weil du nicht vorbeikommst. Ja, jetzt war der Exit ganz schlecht, waren über 6. Ja, jetzt 6 Zehntel waren wir knapp, 6 Zehntel waren wir weg von Albon. Und da musst du halt tatsächlich mal ein bisschen triggern. Wir gehen hier rein. Ich bleibe am Gras, aber Albon hat glücklicherweise mitgespielt mit der Dive Bomb hier. Gehen wir an Albon vorbei und sichern uns unseren ersten Punkt. Norris und Perez vor mir. Wenn mir strategisch da nichts Besseres einfällt, dann ja, glaube ich, ist das hier Endstation. Denn bei fast 5 Sekunden Vorsprung von den beiden da oder von der nächsten Kampfgruppe wird das ziemlich schwierig werden, nur annähernd an die Jungs dran zu kommen und dann vor allem auch natürlich noch so viele Reifen zu haben, um vorbeizukommen. Aber müssen wir mal gucken, oh mein Gott, Leute, gar nicht gut hier. Müssen wir echt mal schauen, wir gehen in die Boxengasse. Ich habe es tatsächlich bis zur 11. Runde durchgehalten, konnte aber nicht an die Jungs vor mir drankommen und auch Albon ist mir quasi immer in diesem Sekundenfenster gefolgt.
Dennoch bin ich stolz, 12. Runde sind wir jetzt schon. Das soll sich auch easy ausgehen. Natürlich kommt auch am Schluss noch der Regen. Den kalkulieren wir da jetzt noch gar nicht mit ein, weil theoretisch könnte es ja auch so sein, dass wir mit diesen Slicks durchfahren könnten. Und da müssen wir jetzt natürlich auch gucken mal drauf. Ja, aber es wird auf jeden Fall noch spannend werden, das kann ich euch versprechen, denn im heutigen Rennen ist nicht so wie es scheint. Das ist tatsächlich leider der Fall. Austrian 1 raus, wir sind hinter, also vor Albon wieder, aber weit hinter Norris. Ich hoffe natürlich auch, dass so quasi dieser Undercut immerhin gegen ein paar von der Spitzengruppe funktionieren wird. Es waren ja auch genug Leute vor mir, dass wir da jetzt tatsächlich noch den einen oder anderen mitkriegen. Wir sind auch auf den 16. Platz zurückgefallen, bedeutet auch, dass noch nicht viele von da vorne drin waren. Na gut, ja, es waren schon viele drin, denn Alonso und Norris waren drin. Aber, by the way, natürlich ist auch ein Red Bull nach vorne. Jetzt sind alle anderen an der Box Purple im Mittelsektor. Es reicht nicht, also, das sind auch meine Outlap. Jetzt mal gucken. Wir sind P10. Das war klar. Irgendwie keinen Platz gut gemacht. Das ist natürlich ärgerlich tatsächlich. Es ist wieder der 10. Platz. Wir kommen zwar mit Riesenschritten an Perez dran, der auch quasi an Norris verzweifelt ist im ersten Outing. Aber jetzt ist er da abgeschlagen von Norris. Apropos abgeschlagen. Purple. Und wir sind nur noch knapp eine Sekunde. Come on, bitte. Nein, ja, komm bitte. Lass sich das ausgehen. Ja, es geht sich aus, Leute. 9 Zehntel. Wir werden zwar nicht vorbeikommen, aber es hilft uns natürlich in... Wo ist das DRS, Leute? Schnellste Rennrunde. Eine 1.18.2 ist jetzt nicht gerade High Performance, aber dennoch muss ich sagen, bin ich da sehr stolz drauf. Aus Turn 1 raus hier und wir sind 7 Zehntel. Hinter Sergio Perez reicht es tatsächlich, um einen Red Bull heute ein bisschen in Bedrängnis zu bringen. Ich rede noch gar nicht davon, ihn zu überholen. 6 Sekunden Vorsprung zu Albon. Was für eine Pace wir da jetzt gerade drauf haben. Der gelbe Reifen, generell der zweite Stint ist immer irgendwie besser mit dem Haas. Vom Start weg aus denkst du so, oh mein Gott, das wird Hardcore. Aber jetzt habe ich so ein bisschen diese Motivation gefunden. Und ja, seht ihr es? Es beginnt zu tröpfeln. Ich kann Perez zwar folgen, aber wie gesagt, dran kommen ist das eine, vorbeikommen das andere. Es tut sich eine kleine Gruppe auf. Und jetzt könnt ihr euch mal angucken, wie sich in ein paar Kurven das Wetter von quasi trockenen Conditions in einen Albtraum verwandelt. Denn so ist es tatsächlich hier in Budapest passiert. Es wird immer stärker, ihr seht es an den Tropfen, an der Kamera und vor allem auch, schaut auf den Asphalt. Da sehen wir das jetzt viel, viel schlimmer. Wir sind in der 18. Runde in Sektor 1 und guckt euch mal das auf den Asphalt an. Wir sehen schon die Tröpfel, die einzelnen, die ins Wasser plätschern. Also das wird nicht mehr lange gut gehen. Und ich denke mir so, warum nicht? Wir haben 11 Sekunden Vorsprung zu Albon. Wir haben eine tolle Rennpace. Und wenn ich mir das jetzt angucke, auf den Asphalt generell, ich skippe mich ja mal in diese Sektion rein. Ja, ich kann nicht mehr quasi richtig fahren. Und oh mein Gott, Leute, da kommt dieser Rutscher. Ja, Mann, das ist, es wird immer schwieriger. Es bilden sich schon kleine Lacken und oh mein Gott, Leute, das ist tatsächlich unfassbar. Ich gehe in die Box rein und warum fahren die immer noch weiter? Guckt euch das mal an, Leute, die fahren einfach immer, kein Schwein ist reingekommen. Wir gehen jetzt rein, Leute, das könnte strategisch ein richtiger Reinfall werden, wenn es in ein, zwei Runden wieder aufhört zu regnen, aber es könnte theoretisch der 1000 IQ-Move sein, wenn das klappt. Und davon hoffe ich natürlich, dass das wirklich klappt. Wir gehen hier aus der Box raus und wird es reichen, um hier tatsächlich einen so tollen Coup zu leisten. Jetzt hier raus, wir fliegen auf Platz 14. Ah, das geht sich aus, oder? Ja, das geht sich aus. Wir fliegen auf Platz 13 hinter Valtteri Bottas zurück, der jetzt noch mit dem Slickreif unterwegs ist. Und jetzt weiß ich auch, dass es eine unfassbar tolle Idee war. Denn wir haben quasi Monsunregen und Bottas kommt ja kaum mehr vom Fleck weg. Guckt euch diese Traktion an. Wir kommen da easy an ihn dran, den Berg hoch, im Windschatten, zack, viel mehr Traktion. Und in dieser schnellen Linksknick gehen wir ohne Probleme an Bottas vorbei. Warum diese KI nicht auf die Idee gekommen ist, an die Box zu gehen, das verstehe ich halt absolut nicht. Denn gerade solche Leute, die eigentlich eh die besseren Wetterfrösche haben, sollten das easy wissen.
aus der letzten Kurve raus, Leute. Da vorne steht ein Red Bull immer noch an der Box. Auch ein McLaren steht da drin. Es wird ganz knapp neben der Boxenausfahrt. Es reicht, Leute. Wir haben die Jungs an der Karte und da vorne wird's gelb. Es scheidet ein Red Bull aus und der war tatsächlich auch noch vor mir. Es ist Max Verstappen. Wir sind aktuell mit dieser Strategie auf den 6. Platz. Jetzt kommt Virtual Safety Car und jetzt, Leute, glaube ich tatsächlich, dass wir den Wahnsinn erreicht haben. Wir gucken uns auch nochmal Replays aus dem Trockenen an. Boxenausfahrt, genau, da war die Traktion noch nicht ganz so da. Aber dass die Leute hier immer noch weitergefahren sind bei diesen Conditions, das grenzt nahezu einen Wahnsinn. Also wirklich, das war eine ganz, ganz blöde Strategie der KI. Das war einfach nur dumm, Leute. Ganz, ganz blöd. So, Leute, wir haben es geschafft. Alle waren jetzt an der Box. Wir sind in der 24. Runde und sind tatsächlich auf den 5. Platz. Achtung, Wortwitz, vorgespült worden. Okay, ja, es ist toll. Es ist einfach nur toll. Wir kommen zwar hier kaum mehr um die Kurven. Dieser Regen ist fast so stark, dass ich ja quasi überlege, noch auf die Wets zu gehen. Nein, das ist natürlich vollkommener Blödsinn. Ich muss auf diesen Reifen bleiben. Aber Lando Norris tatsächlich hier eine Maschine im Regen. Und ja, ist natürlich ganz blöd gelaufen, dass ich den gerade hinter mir habe. Und jetzt nicht nur Perez oder so oder Piastri. Das wäre einfacher. Aber dennoch, ich bin so stolz, dass wir diese Strategie heute durchgezogen haben. Und der Regen beschert uns tatsächlich heute hier diesen 5. Platz. Wir wären nicht über den 9. Platz hinausgekommen. Dank Regen und vor allem auch crazy Bedingungen geht es hier auf den 5. Platz nach vor. Und wir nehmen 10 Punkte plus die schnellste Rennrunde mit, was einfach nur unbelievable war. Was für eine tolle Fahrt. Abonniert gern kostenlos. Wir gucken uns mal die Siegerehrung an. Mercedes hat also gewonnen. Was für ein tolles Rennen. Stefan Römer, was denkst du? Wie haben sie dieses Resultat erzielen können? Sie haben ein Auto, das unter den heutigen Bedingungen erst so richtig aufblüht. Das Auto kommt sehr gut mit den nassen Fahrern zurecht und dadurch haben die Fahrer auch genug Selbstbewusstsein, um anzugreifen. Durch dieses Selbstbewusstsein steigt man früher wieder aufs Gas, man bremst später und verschafft sich dadurch einen Vorteil. Nach einem großartigen Rennen begeben sich die Fahrer nun zum Siegertreppchen. Wieder einmal sind es die Silberpfeile, die den ersten Platz belegen. Ein absolut verdienter Sieg für Mercedes. Da könnt ihr euch freuen, Jungs. Ich bin dennoch umso glücklicher. Ich bin meiner Meinung nach der Driver of the Day. Wir sind von 20 gestartet, mit einer konservativen Strategie reingegangen und mit einer 1.18.2 waren wir generell das einzige, nach Lewis Hamilton das einzige Auto, was überhaupt die 1.18 geknackt hat. Wo ist die Zeit hergekommen? Bitte eine 1.18.2. Das ist einfach nur crazy und wir haben die mit dem gelben Satz gefahren. Natürlich dank DRS und Windschattenhilfe, aber dennoch. In der Weltmeisterschaft sind wir jetzt mit 115 Punkten nur 3 Punkte hinter Lewis Hamilton, der das Rennen gewonnen hat, by the way. Also der war ja hinter uns dann theoretisch. Und auch hier in der Konstrukteurs-WM sieht es ziemlich gut aus. Über 40 Punkte vor Aston, aber leider auch über 100 Punkte hinter McLaren. Dennoch, ich bin sehr, sehr stolz. Nico hat es leider nicht ganz geschafft, unter diesen Bedingungen ja das Maximum rauszuholen.
Dennoch muss ich sagen, es war ein absolut traumhaftes Rennen und das hätte ich nie geglaubt, dass ich das einmal von Ungarn behaupten würde. Also tatsächlich ein sehr, sehr cooles, sehr, sehr spaßiges Rennen. Ich hoffe, euch hat es genauso viel Spaß gemacht beim Zugucken. Und da geht es noch einmal in die Lobby rein. Es geht nach Belgien das nächste Mal, also der nächste Sprint steht an. Abonniert gern kostenlos den Channel, lasst gern Däumchen rum da. Und das nächste Mal mit Mick Schumacher wird es vermutlich dann am Sonntag oder Montag weitergehen. Also jetzt kommt einmal Mega-Season und abonniert gern kostenlos. Später noch die Hotlap Yoda ist vorher schon gekommen. Abonniert gern kostenlos den Channel. Falls ihr noch nicht habt, würde ich mich auch gern über ein Däumchen rum freuen. Wir sehen uns hoffentlich später noch einmal auf TikTok oder auch halt morgen wieder hier. Bis dahin, danke fürs Zugucken. Vielen, vielen Dank für euren Support und ciao.